Herold Künstler, 28, Kaufmann, Wohnort Dietikon, Arbeitsort Zürich. Er gehört zu jenen Pendlern, die alle Tage von der Schlafstätte in die Großstadt fahren. Distanz Wohnort Arbeitsort 12 Kilometer. Er bewältigt diese mit seinem Personenwagen. Herold Künstler ist verheiratet und stolzer Vater eines Mädchens. Er liebt seine Familie, obwohl er sie nur am Abend und über das Wochenende zu sehen bekommt. Ich glaube, ich habe keine Beziehungen zu Dietikon. Ich arbeite in Zürich. Wenn wir ausgehen, sind wir in Zürich. Das Dietikon schlafe ich. Ich glaube, das kommt daher, dass, als ich ca. 20 war, bin ich für relativ längere Zeit ins Ausland gegangen. Und als ich heimgekommen bin, habe ich geheiratet. Und ich glaube, durch das einfach den Kontakt zu Dietikon verloren. Wobei das auch vielleicht meine Schuld ist. Und das alles trotzdem, obwohl ich Bürger bin, Dietikon, meine Eltern zu Dietikon wohnen und ich selber auch zu Dietikon aufgewachsen bin. Wir wohnen nur zu Dietikon, sonst machen wir nichts. Das Leben für uns spielt sich mehr oder weniger in Zürich ab. Ich arbeite als Kaufmann in Zürich in einem Büro. Das ist der Hauptsitz von einer internationalen Firma, die hauptsächlich auf dem Koffersektor, also Reiseartikel allgemein, arbeitet. Morgen, Frau Niedersbach. Nein, bis 50% von meiner Zeit bin ich im Büro. Viel bin ich im Ausland und sonst habe ich viele Kunden da. Frau Esther Künstler und Tochter Petra verbringen ihr Leben in der Wohnung eines 8-Familienhauses in Dietikon. Ich stehe meistens mit dem Mann auf, weil er relativ spät ins Geschäft geht. Und dann gehen wir zum Morgenessen. Dann lege ich meistens einmal ein bisschen ab und der Kleine spielt in dieser Zeit. Wir gehen dann langsam in den Hausarbeit, so gegen die 9. Es ist ungefähr ein Halbtag Arbeit, wenn man es zusammennimmt. Ich kann es verteilen, morgen anblicken, zum Mittag etwas machen. Aber wenn wir alles aneinander arbeiten will, wären wir genau einen halben Tag fertig. Hallo. Ah, morning, Charles. How are you? Listen, did you get my samples for my spare parts for airport luggage? What did you do with them? Dietikon ist schon schön, aber es läuft natürlich nicht viel. Man hat seine paar Freundinnen, man geht einen Kaffee trinken miteinander, das kommt jemand her. Und ich gehe sehr viel fort, auswärts jemanden besuchen. Es hat einen Lebensmittelladen neben dem Haus, aber der ist zu klein. Da muss ich eine Viertelstunde laufen. Da bin ich im Dorf und im Zentrum. Da kommt mir alles, was man braucht. Aber nichts ausgefallen, einfach. Wenigstens Kleider. Was nicht Lebensmittel ist, Kaffee braucht, ist alles zu tun. Es hat ein paar von nebenzu, die gleichaltrige Kinder hat. Die lernt man kennen vom Spielplatz. Wenn man das erste Mal rausgeht, und dann bleibt man schon ein bisschen stehen und schwätzt. Aber es gibt eigentlich nicht mehr als ein, zwei Frauen, die wir uns regelmässig treffen. Man bleibt stehen und man redet ein bisschen über die Kinder und ein paar Minuten, dann ist wieder fertig. Man sieht sich fast alltag, aber man kennt sich gleich nicht. Ich merke es immer dann, wenn mein Mann fort ist. Wenn er da ist, dann habe ich das Gefühl, man kennt doch relativ viele Leute, die man trifft. Und wenn ich alleine bin, so zwei Wochen oder vielleicht drei, und das Gefühl habe, ich könnte die und die besuchen, dann merke ich, dass es so fast niemand dumm ist, der mich richtig gut genug kennt. Es langt immer noch zum Plaudern auf der Straße, aber nicht zum Kontakt aufnehmen. Um die halbe 10 Uhr wird uns ein Kaffee serviert. Merci. Wenn ich fertig bin, lege ich ab, hole die Zeitung auf, schaue mal ein bisschen den Tag an, was läuft. Dann ist dann gleich Zeit zum Kochen. Und zwischendrin findet man immer wieder Zeit, wenn man ein Problem hat, ob man das mit anderen diskutiert. Und das ist dann für sich unsere Pause. Ich gehe viel fort. Ich habe Verwandtschaft auswärts, gehe viel zu einer Freundin. Ich habe ein Auto bekommen, ein eigenes, damit ich nicht so allein da sitze. Und dann gehe ich halt so viel auf Besuch, ich packe mein Zeug und manchmal bleibe ich auch über Nacht, wenn ich alleine bin. Mich interessiert im Grunde genommen das. Und Dr. Teddy hat wieder über Haltung geschrieben.
hat es etwas, das interessiert mich enorm. Aber ich bin ganz sicher, ich habe meine Mann nicht gefragt, ob er mitkommt. Ich weiss, dass er nicht mitkommt. Und allein macht es mir keine Freude. Das ist, es ist immer ungefähr das Eheproblem, Erziehung oder Schulproblem. Und einmal vielleicht tut mir der Gefallen, aber man kann es nicht verlangen, dass er nach dem Geschäft noch her sitzt und sich etwas anhört. Das können wir daheim diskutieren. Dann sage ich nichts und in eine andere Richtung ist halt wirklich nicht viel. Meistens schalte ich kurze Pausen einschalten zu Zürich im Büro, also nebenan mir geht das Kaffee. Wenn wir durchgehen, Kaffee noch etwas ganz Kleines. Sagen wir so eine halbe Stunde, manchmal wird es eine Stunde aus, je nachdem wie wir mit den Arbeitskollegen gehen. Was mir noch ein interessantes Thema hat, wird es ein bisschen länger. Und wenn ich da bleibe, dann lade ich jemanden zum Kaffee. Du liest mir. Man redet hauptsächlich über Kinder. Es ergibt sich einfach. Man probiert immer wieder etwas anderes. Aber dann steht wieder eins da, das man bekommen hat vom anderen. Oder Spielzeug weg oder irgendetwas. Und es ergibt sich einfach, dass man immer auf Kinder kommt. Meistens haben sie auch und bringen eins mit. Dann ich mit zwei. Und dann spielen die miteinander. Und dann hat man natürlich schon genug zu tun mit aufpassen und schauen. Kommt manchmal wieder mal mit zum Reden ein eigenes Thema. Künstler? 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 Ja, das ist Künstler, grüezi. Darf ich mich mal haben, bitte? Danke. Sorry. Ja gut, danke. Ich würde gerne ein bisschen fort heute Abend. Ja, was läuft die Dietike? Dann gehen wir auf Zürich. Komm ein bisschen Zeit daheim. In Dietike den Abend verbringen, das ist schwierig zu sagen. Was wir machen, meistens komme ich spät heim. Dann verbringen wir den Abend in unserer Wohnung. Verbringen. Wir schauen vielleicht Fernsehen und etwas lesen. Und wenn wir etwas machen wollen, gehen wir raus. Und das ist Zürich. Musik